Hey Leute, ich bin's, MacTaverick. An der Stelle, die ihr eben gesehen habt, möchte ich Rasen verpflanzen. Und zwar nicht neu säen, sondern Rasen ausstechen und umsetzen. Und ich zeige euch einmal, wie ich dabei vorgehe und wie man das macht. So, im ersten Schritt muss ich dazu erstmal die Stelle entsprechend vorbereiten. Erstmal nehme ich die obere Schicht Erde so ein bisschen weg, weil ja hier dann auch neue Schicht draufkommt. Dazu steche ich das Ganze einfach vorsichtig ab, so ungefähr 7 cm, 10 bis 7 cm. So, im nächsten Schritt wird der Boden dazu gut aufgelockert. Im Idealfall mischt man noch ein bisschen humusreichen Boden dabei. Ganz wichtig auch, wenn er so Steine mit hochholt, diese auch alle dann hier entsprechend mit wegräumen. So, nachdem wir den Boden jetzt vorbereitet haben, im Prinzip genauso wie wenn ich neuen Rasen sehen würde, muss ich natürlich an irgendeiner Stelle jetzt die Grasnarbe entfernen, um sie zu versetzen. Oft kann man das hier so am Grundstücksbereich machen. Ganz gut auch im Frühjahr einmal, weil das Wetter noch nicht so heiß ist, es feucht ist. Das ermöglicht eben, dass der Rasen gut anwächst. Und über die Herbst- und Wintermonate haben sich oft Rasenstücke weiter ins Beet reingearbeitet. Und die kann man jetzt verwenden und das Ganze abstechen und eben dann verpflanzen. Das mache ich jetzt einmal. Ich steche ungefähr ca. 7 bis 10 cm tief in den Boden rein. Und ich nehme nicht zu große Stücke, weil die wiegen ganz schön was. Außerdem wachsen große Stücke meistens nicht so gut an, weil sie dann auch noch auseinanderbrechen. Und dann steche ich das einmal jetzt hier ringsherum erstmal ab. So, wenn ich das jetzt ausgestochen habe ringsherum, dann entnehme ich jetzt die Grasnarbe. Nicht zu viel abstechen, wie gesagt, so um die 7 bis 10 cm sollten das sein, weil man halt auch noch die Wurzeln mit erwischen muss. So, hier hat sich schon gut was gelöst. Ich werde das sogar halbieren, dann ist es einfacher zu transportieren. So, ich 2 Rasenpflaster hier jetzt entnommen. So, die neuen Rasenpflasterstücke können jetzt hier einmal eingesetzt werden. Wichtig ist auch, dass der Rasen nicht zu lang ist. Er sollte so 3-4 cm lang sein, damit er nicht zu viel Wasser verbraucht in der ersten Zeit. Und ein bisschen festtreten das Ganze. Und das macht man dann mit allen entnommenen Rasenstücken. Die Nahtstellen, die sich natürlich ergeben, weil ihr mehrere Pflaster verlegt, die könnt ihr hinterher wieder so ein bisschen hier mit Muttererde auffüllen. Und wenn es dann warm genug ist, könnt ihr die dann entsprechend verfugen sozusagen. Und wenn nötig, mit Rasensamen dann nochmal bedecken. Meistens wächst das aber ineinander zusammen. Und was jetzt noch wichtig ist, das ist natürlich ausreichend zu wässern. Sollte jetzt auch die nächsten 6 Wochen durchgehend gewässert werden, wenn es nicht regnet, denn das ist ganz wichtig, damit es anwächst. Ja, dann könnt ihr nach 6 bis 8 Wochen, wenn das Ganze gut angewachsen ist, nochmal mit Rasendünger düngen, um den Rasen zu kräftigen. Ihr habt ja gesehen, der sah noch nicht so gut aus im Frühjahr und das ist natürlich jetzt auch nochmal eine Strapaze für den Rasen und die Düngung wird ihn dann nochmal stärken und in die Spur bringen. Ja, das ist alles, was ihr dabei beachten müsst. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.